Ja, gerne. Dann kommen Sie gerne schon mal vor. Es geht um Ihre Anfrage, Herr Dr. Schweigert, fortgesetzte Probleme auf der Residenzbahn. Bitte schön. Ja, ich frage die Landesregierung, wie bewertet die Landesregierung unter Nennung von konkreten Maßnahmen zur Verbesserung die fortgesetzten Probleme hinsichtlich der Pünktlichkeit und vielfacher Zugausfälle auf der Residenzbahn, die trotz gegensätzlicher Zusagen und Versprechen bis heute nicht merklich abgenommen haben? Und B, inwieweit ist sichergestellt, dass der Zugverkehr auf der Residenzbahn bei der geplanten Wiederaufnahme des 2-Stunden-Takts von den kleinen Haltepunkten im östlichen Enzkreis nach Karlsruhe, der ursprünglich für Dezember 2020 geplant war, reibungslos verläuft und nicht erneut derartige Zustände wie bei der letztjährigen Fahrplanumstellung auftreten? Vielen Dank. Dann darf ich Herrn Minister noch mal ans Rednerpult bitten. Also wir haben, das ist jetzt die 5. Anfrage von 9, die wir heute eigentlich haben. Bitte schön. Ich bemühe mich. Also die Residenzbahn ist derzeit natürlich besonderen Belastungen ausgesetzt. Das wissen nicht alle, aber dadurch, dass wir seit mehreren Monaten bis Ende dieses Monats, also ein gutes halbes Jahr, die Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart unter Sanierungsbedingungen komplett gesperrt haben, führt es dazu, dass alle Verkehre, die bisher eben auf dieser Neubahnstrecke gefahren sind, dass die alle verlagert werden, zu einem großen Teil über Heilbronn bzw. über Pforzheim. Und gleichzeitig sind noch die Züge, die vorher drauf waren, auch noch drauf. Und das führt einfach zu einer völligen Überlastung. Und teilweise mussten auch Züge rausgenommen werden, weil sie gar nicht auf das reduzierte Netz passen. Man sollte ja nicht vergessen, dass die Neubaustrecke zusätzlich 2 Gleise auf dieser Strecke darstellen, die jetzt ausfallen. Insofern muss ich einfach sagen, solange die Sanierungsarbeit läuft, die Strecke gesperrt ist, kann man sozusagen nicht sagen, es wird alles gut. Das kann frühestens danach sein. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass die Leistungen etwa von Go Ahead sich deutlich verbessert haben, seit wir mächtig Druck gemacht haben, Ihnen auch die Faust aufs Auge gedrückt haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt nicht besser werdet, dann werden wir euch einen Teil eures bisherigen Angebots wegnehmen müssen. Das hat dazu geführt, dass Sie wirklich deutlich besser geworden sind. Es fahren aber dort auch Züge von Abellio. Und Abellio hat Probleme, und zwar vor allen Dingen aus einem Grund, weil sie Fahrzeuge bei Bombardier bestellt haben und Bombardier die Fahrzeuge überhaupt nicht vertragskonform geliefert hat. Und zwar nicht nur ein paar Wochen, sondern mehrere Monate und dann wieder zu spät. Und das führt dazu, dass Abellio mit Aushilfsfahrzeugen fahren muss. Und das ist halt extrem anfällig für Störungen. Dann kommt noch dazu, dass wenn die Fahrzeuge von Bombardier kommen, dass es dann oft noch bei der Software Probleme gibt. Da hat man die neuen Fahrzeuge stehen, oft funktioniert die Software nicht. Und das führt natürlich auch zu Störungen. Und dann gibt es noch Probleme immer wieder mit Lokführerausfall, weil sie knapp kalkuliert haben mit Personal. Trotzdem kann man auch da festhalten, tendenziell wird es bei Abellio besser. Und natürlich, Abellio leidet auch unter der Streckensperrung. Insofern muss ich einfach sagen, das ist gerade im Moment eine sehr schwierige Situation. Wir haben ja eine wöchentliche Taskforce-Sitzung, wo die Verantwortlichen aller Betreiber bei uns im Ministerium sind. Ich habe es schon mehrfach erklärt. Dann müssen die sagen, warum es schiefgegangen ist. Sie müssen sagen, was sie tun, damit es in den kommenden Wochen nicht mehr schief geht. Und obwohl wir das regelmäßig machen, gibt es immer wieder Rückschläge. Aber in der Summe hat dieses enge Begleiten durch das Ministerium schon dazu geführt, dass es deutlich besser geworden ist. Und wir haben natürlich ja auch noch Bauarbeiten, zum Beispiel in Karlsruhe, die auch das System beeinflussen. Dann haben wir noch nicht gerade kleine Bauarbeiten in Stuttgart, die auch das System beeinflussen. Deswegen muss man schon auch sagen, die Betreiber sind diejenigen, bei denen immer erkennbar wird, dass es nicht pünktlich ist. Aber sie sind nicht in allen Fällen die Schuldigen. Und das bitte ich einfach zu berücksichtigen. Und vor allem noch eine Bitte habe ich. Wir sind sehr unzufrieden mit den Leistungen, die erbracht werden. Aber wir sollten nicht so tun, als würden alle Züge unpünktlich sein, alle Züge ausfallen, sondern es sind der ganz große Teil der Züge fahren und viele fahren auch überwiegend pünktlich. Und wenn wir zu oft öffentlich immer behaupten, alles ist schlecht, braucht man sich nicht wundern, wenn keiner mehr fährt, sondern ich glaube, wir sollten deutlich machen, insgesamt ist das Angebot besser geworden. Und so wie es auf der Straße Staus gibt und Behinderung wegen einer Baustelle, obwohl es dort in der Regel immer eine direkte Umfahrung gibt, ist es auf der Schiene eben noch viel schwieriger, weil in der Regel
ist eben eine Sperrung auf der Schiene, eine Sperrung, da gibt es keine Schiene knapp daneben, sondern immer in großen Umwegen, und das macht das Problem aus. Gut, vielen Dank.